So, wir sind zurück in Himmelsrand, hätte ich beinahe gesagt. Wir sind zurück in Lost Island. Mein Name ist Lord Sarlok und ich habe schon wieder vergessen, den Soundtrack anzumachen. Meine Fresse nochmal. So, diese Aufnahmesession geht ungefähr eine Stunde lang, deswegen nehme ich mal einen Soundtrack, der eine Stunde lang geht, wie zum Beispiel. Das ist eine gute Frage. Assassin's Creed 3? Nee, das ist mir zu aufregend. Far Cry 3? Ach, ich weiß nicht. Eine Stunde, eine Stunde, eine Stunde. Tja, ist eine schwierige Frage. Komm, wir machen mal Brotherhood. Revelation hatten wir vorhin, deswegen, beziehungsweise vor ein paar Folgen, deswegen nehme ich jetzt mal Brotherhood. Ich muss aber, glaube ich, erstmal die Sound, die Lautstärke anpassen. Nee, passt. So. Alles klar. Gut, wir sind zurück. Man sieht es vielleicht schon, unser Feld wird langsam, ja, groß, ne? Hier müssen wir, ja gut, hier müssen wir ein bisschen anpflanzen. Da bin ich, glaube ich, versehentlich draufgesprungen. Aber an sich sieht das schon mal nicht schlecht aus. Ich habe jetzt vorhin ein Update runtergeladen. Ich weiß zwar nicht, was jetzt neu hier dran ist. Ich weiß nur, im Hauptmenü kann man jetzt nicht nur in die Skyrim-Welt wechseln, also Minecraft Skyrim-Edition, sondern auch Mass Effect. Habe ich mir mal kurz angeguckt, sieht ganz geil aus. Aber jetzt so wirklich neue Sachen habe ich bislang jetzt nicht gefunden. Die haben es auch nicht rausgepatcht, dass man jetzt irgendwie die Hunde wieder kontrollieren kann. Das geht nicht, nach wie vor. Weiß ich nicht, was jetzt im Update drin war, muss ich mir nachher mal durchlesen. Aber ich glaube, nichts Wichtiges. So. Mir fällt auf, dass wir Hunger haben. Dann pfeife ich mir mal ein paar Karotten rein. Ein paar Mohrrüben. Warte mal. Genau. Die Frage ist, was machen wir denn weiter? Wir waren auch damit beschäftigt, die Schmiede langsam mal anzufangen. Ich gucke mir das mal eben kurz an. Ist bei mir jetzt wieder ein paar Stunden her. Okay. Ja, genau. Also das ist ein bisschen so eine Sache. Wir könnten hier noch ein bisschen weiterbauen. Ich kann mich allerdings nicht festlegen, ob wir die Schmiede mit Holz ausbauen sollen oder so, ja, aus Steinen lassen. Ja, hier kommt der zukünftige Geheimgang irgendwann mal rein. Ich weiß nicht. Holz oder Stein? Ich kann mich nicht entscheiden. Ausnahmsweise mal das Schwert benutzt dafür. Ich weiß es nicht. Da hängt ein Schwein rum. Die Verfolgungsjagd im Weizenfeld. Ach, guck mal, da ist ja eine Spinne. Scheint aber nicht aggressiv zu sein. Ach, dein Ernst? Nein, warte. Okay, beruhig dich. Muss irgendwo anpflanzen. Ich habe doch vorhin noch eine Lücke gesehen. Ach, mache ich einfach hier rein. So. Ja, die Frage ist, Kisten beim Weizenfeld, ich wechsle immer so zwischen hin und her, ne? Ich will nur eben ein bisschen mich umsehen. Ich überlege gerade. Ich würde sogar sagen, die Kisten, die wir hier hinstellen, die tun wir irgendwie unterirdisch verarbeiten. Da muss ich aber noch gucken, wie ich das mache. Wir waren bei der Schmiede. Ah, sie ist friedlich. Bleibst du friedlich? Du bleibst friedlich. Spider-Man. Tja, ich weiß, dass ich Steine eingeschmolzen habe, damit ich diese Wand bauen kann. Die hole ich mir. 23 Stück sind es. Insgesamt haben wir jetzt 35. Das sollte für den Anfang mal reichen. Wir sollten auch mal ein bisschen Essen hier mal einlagern. Ja, zum Thema. Das war falsch. Zum Thema Einlagerung.
Ja, baue ich demnächst mal um. Wir brauchen jetzt erstmal, wir lassen das Weizen erstmal wachsen, ja? Dann müssen wir gucken, dass wir die Tierchen im Stall vielleicht, dass wir die Scheune schon mal ein bisschen anfangen. Wenigstens, dass wir so die Grundwände schon mal haben. Ja gut, den Holzfußboden machen wir auch. Dann schon mal die Tiere einlagern, ganz wichtig. Einlagern klingt so, na, ist egal. Ja, und dann, wenn wir das dann gemacht haben, dann sind wir bereit, ein paar Gegenstandsbilderrahmen herzustellen, die wir wiederum in den Lagerräumen verarbeiten können. Und dann, irgendwann ist die Schmiede auch mal fertig. Ach, das ist interessant. Ich glaube, ich habe was anderes... War das schon immer so? Meine ich das nur, oder sieht das irgendwie komisch aus, wenn man mit der Spitzhacke zuschlägt? Guck mal. War das schon immer so? Das ist mir sonst nie aufgefallen. Ich halte es jetzt einfach mal für normal, weil ich es nicht besser weiß. War das schon immer so? Mir ist das nie aufgefallen. Weiß ich auch nicht. Irritiert mich gerade. So, die Wand. Die können wir eigentlich mal hier fertig bauen. So, drei. So, das ist dann hier, ne? Okay. Ja gut. Hier kommt sowieso dicht. So. Ja, jetzt ist das Ganze ein bisschen größer. Also, ich würde sogar sagen, wir bauen das aus Holz. Das würde ich spontan vorschlagen. Ich glaube, es sieht einfach geiler aus. Wir könnten einen Schmelzraum extra anlegen, wo der Raum nur aus Stein besteht. Das können wir gern tun, aber hier würde ich dann doch vorschlagen, machen wir das alles aus Holz. Und zwar so. Sieht ein bisschen kacke aus, so, ne? Ja, wollen wir die Decke auch aus Holz machen? Ich weiß nicht. Ich ersetze jetzt mal die Wände hier durch Sand. Mir kommt das Schlagen mit der Spitzhacke so merkwürdig vor. Entweder ist mir das noch nie aufgefallen oder das ist irgendwie jetzt anders. Ich frage deswegen, weil ich ein Update ja runtergeladen habe und ich will wissen, ob das was damit zu tun hat. Ach so, nee, warte mal. Das würde man ja von außen sehen, das Holz. Deswegen, ja, gut. Vielleicht baue ich ja Fenster rein. Das könnten wir eigentlich mal machen. Mal gucken. Ja, da schaue ich aber jetzt erstmal so und dann... Ach. Ja, mit einer Axt. Ist mir jetzt gerade egal, was ich hier für eine Scheiße fabriziere. So. So. Einmal hier. Dann bauen wir hier lang. Ich würde sogar vorschlagen, wir bauen Fenster rein, weil... gut, man hat jetzt vielleicht keine gute Aussicht. Man sieht das die Kakaoplantage, aber ansonsten... irgendwie gefällt mir das noch nicht so. Ich baue da jetzt mal eine Tür rein, am besten. Am besten sogar aus Stahl. Stein ist es sowieso nicht, Stahl auch nicht, es ist Eisen. So, damit es todsicher ist, baue ich jetzt eine Stahltür. Ich nenne es einfach Stahltür, ist doch egal. Eine Stahltür rein. Um die zu öffnen, brauchen wir natürlich eine Druckplatte oder einen Hebel oder sowas. Ich würde mich spontan für eine Druckplatte entscheiden wollen, die wir dann hier hin tun können. Und zwar nicht irgendeine, sondern ich möchte das mal ausprobieren. Und zwar nehme ich mal... Ne, wo sind die Druckplatten? Achso, ich muss bei Schalter gucken, genau. Eine Eisendruckplatte. So, ich will nämlich mal wissen... Achso, das geht einfach so, okay. Ne, weil schwer, das bedeutet, wenn man irgendwie Items drauflegt, ne? Ah, okay. Ja, das soll ja nicht so... Also, dann haben wir hier passend noch eine Stahldruckplatte.
Ja, gut, Fenster, weiß ich nicht. Wenn, dann auf der Seite, aber da baue ich erstmal fertig. Ich brauche Holz. Eindeutig brauche ich Holz. Ah. Ah, wo kommt das her? Holz, Holz, Holz. Helles Holz, ne? Birkenholz besitze ich leider nicht mehr. Obwohl den letzten. Ich weiß, dass ich einen 64er-Stack besitze in dieser Kiste hier. Aber gut, die Hälfte können wir mal rausnehmen. Ich sehe, wir haben sehr viele Setzlinge davon. Da nehme ich mir auch mal ein paar mit, die ich gleich mal anpflanzen werde. So. Ah, oh, es wird schon wieder dunkel. So, da haben wir sogar noch einen Baum. Den schlage ich gleich weg. So. Brauche ich auch gleich. Ja, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr helles Holz eigentlich. Gut, hier können wir anpflanzen, was wir wollen. Ich würde mich sogar für Dschungelholz. Obwohl, Dschungelholz. Brauchen wir überhaupt noch Dschungelholz? Das ist Fichte hier. Was ich nicht mehr mitnehmen kann. Och, Leute. Okay, Wassereimer brauche ich jetzt gerade nicht. Zumindest nicht, wenn ich gerade bei der Schmiede zugange bin. Leder packe ich jetzt auch mal weg. Rohes Fleisch, das brauche ich hier alles gar nicht. Ja, gut. Ich muss die Kiste irgendwann sowieso entrümpeln. Deswegen schmeiße ich da jetzt nochmal alles rein. Eisen. So viele Schaufeln brauche ich jetzt gerade auch nicht. Was wollte ich jetzt? Eigentlich nichts mehr, ne? Genau, so, jetzt können wir das nämlich mitnehmen. So. So. Baue ich gleich nach. Obwohl, ja, gut, Eiche. Wie viele Fichten haben wir angepflanzt? Das war die einzige Fichte. Dann lasse ich die auch da. Dann tue ich hier nochmal einen Eichensetzling hin. Dschungelbäume lasse ich mal da stehen. Normales Holz hole ich mir auch mal. Kann man immer gebrauchen. So, ich warte, bis da die Setzlinge runterfallen. Mein Gott, das wird, das sieht aus wie ein Fußballfeld irgendwie. Hier ist sogar ein Eingangstor. Naja. So, da ist schon ein Setzling runtergefallen. Sehr gut. Gleich anpflanzen. Nee, mehr habe ich nicht. Birke. Ja, gut, ein paar Stück habe ich jetzt schon mal angepflanzt. Das ist gut so. Wir brauchen und dringend unsere Baumplantage. Das Problem ist, wir müssen den ganzen Haufen wegräumen. Ich meine, das hier ist gut und schön, aber ich bin größenwahnsinnig, deswegen möchte ich eine riesige Baumplantage haben. Weil mit Holz werden wir noch ein bisschen arbeiten. Erstens für das hier, weil das kriegt ja noch ein paar Stockwerke drauf. Und zweitens, man weiß ja nie, was wir. Die Brücke wird aus Holz bestehen. Gut, oh. Größtenteils auch aus Stein, aber. Oh, fliegen die jetzt weiter? Oder meine ich das nur? Ich merke Unterschiede tatsächlich. Ich kann es aber nicht bestätigen. Ich meine, nach dem Update gibt es ein paar andere Sachen. Übrigens, der Grafikbug ist weg. Das war nämlich der Grund, wieso ich das Update überhaupt installiert habe. Ich wusste zwar, dass es schon ein Update gab, 1.14. Ich habe jetzt 1.16 installiert. Weil ich habe mir gedacht, ja, der Grafikbug, da kann ja was nicht stimmen. Guckst du mal, ob du die Aktualisierung, ob das was bringt. Ja, offensichtlich bringt es was. Ja, ich bin ein bisschen vorsichtiger an dieser Stelle. Da haben wir sogar ein Skelett mit Lederrüstung. Den töte ich wegen der Lederrüstung. Obwohl, ach, ich bin gerade im Verkaufsmodus. Hier kann man ja nichts verkaufen.
So, wie viel Leder? 2. Na komm. Versuch mich doch zu töten. Schaffst du eh nicht. Wir können einiges einstecken, ne? So leicht kannst du uns nicht töten. So. Ich denke mal, das ist ein Spinnauge. Die roten Blumen hier, die roten Rosen. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, also, Aktualisierung ist runtergeladen. Keine Ahnung, ob es jetzt hier Unterschiede gibt. Hier die Setzlinge, die pflanze ich gleich mal ein. Die ich natürlich... Achso, habe ich mitgenommen. Habe ich jetzt nicht gemerkt. Leder. Nein, die brauche ich doch. Bin ich blind? Ach da. So. Setzlinge. Die kann man immer gut gebrauchen. Hier pflanze ich auch nochmal. So. Genau. Ich habe sogar überlegt, ob man das, den Hügel hier einfach so spaßeshalber mit TNT in die Luft sprengen sollte. Aber das Problem ist, dadurch können so viele Löcher dann noch entstehen, die ich dann, das macht dann zeitlich keinen Unterschied, ob ich dann die ganzen Lücken wieder zubauen muss oder ob wir das so abtragen. So. Was wollt... Achso, ja, jetzt muss ich warten, bis die Birken hier nachgewachsen sind. Weil für die Schmiede, da brauchen wir jetzt ein bisschen Holz. Ich weiß nicht, ob ich den Fußboden in einer anderen Farbe mache. Das überlege ich mir spontan. Mal gucken. Und ein Setzling. Oh, Fichte. Stimmt, Fichte brauchen wir. Stimmt. Deswegen, ich wollte ja hier eine Fichte anpflanzen. So, da fallen Setzlinge. Setzlinge, Setzlinge, Setzlinge. Da ist noch ein Birkenholz, Baumstamm. So. Dann gucken wir mal. Wir gucken jetzt mal, ob hier Viecher gespawnt sind. Obwohl, geht gar nicht. Tür ist ja zu. Hier ist es überall hell. Mehr oder weniger. Hier kann sowieso nichts spawnen. So, ich mach mal einen 64er Stack. Dann bauen wir hier zu. Hier ebenfalls. Der Grund, warum ich von außen nicht das Holz sehen möchte, damit es ein bisschen versteckter aussieht, soll ja nicht so auffällig sein. Gut, eine Stahltür ist vielleicht ein bisschen auffällig, aber... Ach, kann ich eigentlich wegbauen. So. Ja, dann hat das noch so einen kleinen Eingangsbereich. Das war jetzt blöd, was ich gemacht habe. Oh, das war sogar sehr blöd, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe mich jetzt ausgesperrt. Da müssen wir hier einen Hebel oder sowas noch dran machen. Ich weiß aber nicht, ob man den basteln kann. Ich bin etwas nervös, weil die Musik so dramatisch ist und ich habe Angst, dass ich verfolgt werde. Und wenn ich in den Inventar gucke, ob ich einen Hebel herstellen kann, dann springen wir uns in die Luft. Beziehungsweise einen Creeper. Deswegen stelle ich mich hier hin. Weil im Wasser kann nichts passieren. Und rundrum ist... Und rund hier drumherum ist sowieso nichts. Ein Hebel... Ein Hebel. Perfekt. Nee, warte, Hebel ist ja falsch. Weil, beim Hebel muss ja wieder deaktivieren. Das wird ein bisschen schwierig, deswegen ein Knopf wäre da angebrachter. So. Schön, dass man das alles so herstellen kann. Ein Knopf. So, hier ist alles still. Hier einmal ein Knopf und dann kommen wir hier wieder rein. Hier ein Knopf und dann kommen wir wieder rein. Sehr schön. Sieht mit der Stahltür jetzt doch ein bisschen scheiße aus, ne? Aber es sieht auch kacke aus, wenn ich jetzt hier
Eine Holztür. Tja. Ach. Ja gut, aber eine Stahltür ist einfach sicherer. Die können Zombies nicht aufbrechen. Gut, auf friedlich sowieso nicht, aber... Wer weiß, vielleicht spiele ich irgendwann mal schwierig. Wenn mir langweilig ist. Die Fackel muss leider weg. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Flachwitz des Tages. Präsentiert von dem Typen, der Sanokast. Vielen lieben Dank. Nun, den Witz, den ich heute habe, also ist eine kleine Geschichte. Ich war letztens im Restaurant, da kam der Kellner an, der hat mich gefragt, haben Sie Barsch bestellt? Und ich darauf, nein, höflich.